Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Dead Life. Wir schauen einfach mal hier direkt, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Ah, ich erinnere mich, wir haben die Pistolette bekommen und haben uns hier ja, in so ein weiteres Gebäude gerettet. Genau, so konnte ich zielen. Das ist ja lecker hier. Ein Verbandskasten, die finde ich ab und zu. Okay, haben wir jetzt nicht gebraucht, aber eventuell. Oh, hier will ich mal ein bisschen schneller machen. Aus irgendwelchen Gründen hat er jetzt nicht geschossen eben. Na, ich sehe einfach mal. Fire is blocking my path. The smell is horrible. If I could find a way to put it out. Okay, was ich eigentlich sagen wollte, ich schaue einfach mal, wie ich hier unbeschadet durchkomme. Hat nicht so gut geklappt, was soll's. Wir leben noch. So, hier brennt ein Feuer. Ich möchte gerne links an die Leiter springen. Mal gucken, ob mir das irgendwie gelingt. Na, so schon mal nicht. Ah, geht doch. Ja, wir wollen nach rechts, können jetzt aber erstmal nur hier links in das Gebäude rein. Mal gucken, ob uns das in irgendeiner Art und Weise weiterhilft. Hier finden wir was. Der Ausweis eines Fremden. Sein Name lautet O. Elwood Tool. Ja, Mr. Tool, der hat hier. Huh, das wollte ich nicht. Hat hier wohl seinen letzten Köttel geschissen. Dann gehen wir einfach mal hier weiter. Hier können wir aufs Dach. Ansonsten gibt es hier nichts. Oh Gott, ist das hier ruhig. Hört mal. Ja, hier hört man nur so ein bisschen den Wind rauschen. Ja, das ist schon cool. Trotz der Schäden ist der Tank noch voller Wasser. Also ich muss hier wohl gedrückt halten. Oder was muss ich hier machen? Vielleicht gegenrennen? Eben konnte ich hier noch was. Ah, okay, wir müssen also Anlauf nehmen. A waste of precious drinking water. But I have to find my friends, my family. The fire should be out now. Das war jetzt natürlich auch nicht gerade leise, was wir da veranstaltet haben. Also ich denke mal, dass die ganzen untoten Bewohner hier durchaus auf uns aufmerksam geworden sind. Naja, zumindest drei. Ich hätte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass da ein paar mehr kommen. Das will ich jetzt erstmal beobachten. Können die da unten vorbei? Nein. Okay, die sammeln sich also erstmal hier nur an diesem Truck. Wo ist denn mein nächstes Ziel? Ich muss. Also, ich springe einfach mal über die rüber. Dann gehen wir hier nach oben. Da fallen sie schon aus dem Fenster. Das ist ja. Das ist natürlich nicht so schön. Komm, geh da mal rein. Wir wollen hier einfach nur weg. Also das sieht optisch ziemlich geil aus hier. Na komm, geh mal nach oben. Ich möchte mal versuchen, darüber zu springen, auch wenn uns das vermutlich nichts bringt. Aber vielleicht finden wir hier noch einen Goodie. Können wir das hier einschlagen? Nein, schade. Ah, hätte das sein können. So, hier haben wir wieder irgendwas. Eine Beschwerde an die Polizei von Seattle. Darin werden die Behörden von den andauernden Drohungen eines Nachbarn aus dem dritten Stock gewarnt. Also im dritten Stock ist irgendein Nachbar. Alter, 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 Alter! Geh mal bitte weg! Komm, können wir dir vielleicht mal den Kopf abhauen, wollte ich sagen. Verdammte Axt, warum kann ich nicht mehr schießen? Ich habe das doch gestern noch gelernt. So, jetzt haben wir ihn. Nachladen wir hier, ne? Ja, okay, ich habe die falsche Taste gedrückt zum Schießen. Das ist natürlich Pech. Ich sehe gerade da oben. Ach so, wir müssen jede Kugel einzeln nachladen, verstehe. So, jetzt ist der Revolver wieder voll. Aber fühlen wir uns natürlich ein bisschen sicherer mit.
Nee, das wollte ich auch nicht. Das ist Rennen. Eigentlich will ich diese Türen immer gar nicht so einrennen, sondern lieber in Ruhe gucken, schön langsam, ob es hier irgendwas gibt. Das sieht aus, als könnte ich hier aus dem Fenster. Das sieht aber auch so aus, als könnte ich da einfach mal abstürzen. Ich möchte gerne nach hier oben. Ist das möglich? Nein, das ist zu hoch. Okay, gehen wir also aus dem Fenster. Der Nachbar aus dem dritten Stock. Die Frage ist, in welchem Stock sind wir jetzt eigentlich? Es sieht aus, als seien wir höher als 3. Hier gab es doch irgendwas zu entdecken gerade. Ich kann das nicht so richtig erkennen. Ach so, das war noch ein weiter. Verstehe, hier sind also irgendwelche Planken. Also gehen wir nochmal nach oben. Gestaltet sich ja alles schon wieder schwieriger, als ich eigentlich dachte. Also da oben, da sehen wir irgendwas. Kann aber auch nichts anschießen. Festhalten tut er sich auch nicht und er springt auch bei weitem nicht so hoch. Wo ist denn hier das Loch? Also hier kann ich, also einschlagen ist nicht. Da geht's wieder runter. Kann ich hier vielleicht was einschießen? Nee, ich müsste das Level ja auch theoretisch schaffen können, ohne eine Schusswaffe zu haben. Also irgendwas, scheine ich hier schon wieder zu übersehen. Ich schieß trotzdem mal. Nee, das bringt gar nichts. Und auch hier gibt es sonst nichts. Wenn wir hier irgendwas machen? Nein. Eindeutig nein. Ich erkenne nicht, was das ist. Da hängt irgendwie... Also da ist eine Kante. Wir sehen ja diesen Pfeil leuchten über uns. Das Problem ist, das ist einfach tierisch hoch. Wenn ich hier mit Anlauf rüberspringe, vielleicht. Vielleicht hier wieder so ein Style-Jump. Ich versuche das mal eben. Ja, natürlich, ein Style-Jump. Und da minimiert sich mein Spiel einfach mal. Einfach so, weil es das kann. So, da sind wir aber wieder. Ja, das hat jetzt ein bisschen gedauert, bis ich darauf gekommen bin. War halt irgendwie für mich zumindest nicht so offensichtlich. Block up the way to the rooftop. I think that those shadows might be of help to me. Ach so, ja, dann pfeifen wir mal. Ja, komm mal her. Sieht doch ganz gut aus. Hier rüber komme ich halt nicht. Schauen wir mal, ob wir da unten jetzt irgendwie weiterkommen. Im Augenblick kann ich gar nicht sagen, ob uns das jetzt irgendwas gebracht hat, weil... Ah, hier liegt noch was. Das habe ich eben übersehen. 6 Schuss. Okay, die nehmen wir natürlich mit. Hier geht es, glaube ich, immer noch nicht weiter. Ja, komm, geh mal hier runter. Okay, jetzt können wir hier nach oben. Von hier sind wir gekommen. Genau, das ist nichts Neues. Ah, dieses Abspringen. Alter! Freaks. Looks like somebody had a hard time with the end of the world. Everybody reacts to fear differently. Okay, ich bin natürlich genau auf die falsche Seite gesprungen. Aber wir können ja ordentlich hüpfen. Und hier geht es einfach nur wieder nach draußen. Wir können hier einmal nach oben. Ich könnte aber auch nach unten. Ne, da bin ich ja hergekommen, ne? Das wollen wir nicht. Jetzt ist die Frage, warum wird die Leiter dort nicht gehighlightet? Ich hoffe einfach mal, ich kann mich festhalten. Ja, es geht.
Ich rechne hier immer mit dem Schlimmsten, wenn ich in so einen Raum reinkomme. Ein Testament, geschrieben von einem der Bewohner des Apartmentblocks. Hier steht unter anderem, dass er beschlossen hat, den Boiler des Hauses in die Luft zu jagen, um all seine infizierten Nachbarn umzubringen. Boah, wenn das nicht mal ein Plan ist. Ich könnte mir vorstellen, dass wir diesen Boiler auch noch treffen werden. Okay. Ich mach das mal ein bisschen mit Anlauf. So, jetzt darüber, nach oben. Jetzt haben wir es auf die andere Seite geschafft. Das sieht mir aber so aus, als könnte ich da drüben etwas machen. Ah, fuck, das war zu hoch. Das ist natürlich ärgerlich. Aber dieses Gitter, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ich versuche da nochmal reinzukommen. Da oben, das leuchtet irgendwie. Das sieht mir so aus, als könnte ich das öffnen. Ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht vorher mal drauf schießen. Ich werde mal mit der Pistolette da drauf schießen. Beliebige Taste drücken. Oh, hier seht ihr meine Augen. Oh. Okay, machen wir das mal vorher auf vielleicht. Ach, wisst ihr was? Wird schon schief. Egal. Wird wohl nichts sein. So, was haben wir hier denn? Kann ich mich hier runterlassen? Kann ich hier drauf gehen? Fragen über Fragen. Das macht einen sehr wackeligen Eindruck auf jeden Fall. Was habe ich denn davon? Gar nichts, ne? Ich würde mal sagen, das Spiel möchte, dass ich da jetzt Anlauf nehme, rüberspringe und dann die Duckentaste zum Abrollen drücke. Das wird immer komplizierter hier. Aber es hat geklappt. Ich denke mal, das war genauso richtig. Oh, Hubschrauber. That's the helicopter chasing my friends. Let's go quick. My friends are in danger. So, ich möchte bitte nicht in den Strom. Jetzt machen wir schön vorsichtig. Vielleicht wieder mit so einem Doppelsprung. Ich versuche das einfach mal. Ja, das sah gut aus. So, und jetzt bitte mit Anlauf da oben rüber. Ja, hat geklappt. Okay. Wo geht denn das hier weiter? Ich gehe einfach mal davon aus, dass wir hier nach unten sollen. Was ist das denn? Kann ich da drauf landen? Komm, wir versuchen das mal. Oh, das ging irgendwie. Okay. Ah, hier finden wir noch was. Na, mal gucken, was wir hier haben. 5 Schuss. Okay, jetzt haben wir wieder 18. Komme ich hier auch noch irgendwie runter, ohne zu sterben? Moment mal, ich will, dass du das nochmal machst. Dich jetzt fallen lässt. Und dann gehen wir hier einfach... Nein, da wollte ich nicht runter. Das ist doch schon wieder hier... Okay, ist nichts passiert, aber... Also die Steuerung ist manchmal noch nicht so ganz meins, aber es ist akzeptabel. Kann ich schießen? Nein. Ah. Das Rohr ist doch hier zu Ende, oder? Oh. Hallo mein Freund. Das war knapp. Halte beim Laufen die Taste, um dich abzurollen.
Ah, okay. Das ist natürlich ein ganz schön fieser Move, den die hier haben. Wie geht das denn jetzt schon wieder? Ich versuche das erstmal an der linken Seite, weil rechts mit dem Kabel, das sieht mir irgendwie so aus, als würden wir da ordentlich gegrillt werden. Ah, okay. Laden wir mal nach. Nutze Barrikaden, um Türen zu blockieren und höher gelegene Stellen zu erreichen. Die Frage ist, habe ich die Tür jetzt... That sounds like a cock. What the hell is happening out there? That's gunfire. Charlie Delta Oscar, requesting survivor transfer. One target down. Also wir haben hier noch irgendwie ein Sammelobjekt gefunden, eine Postkarte aus Frankreich. Hab ich mir irgendwie gedacht, dass es da noch was gibt, weil wir hier offensichtlich weiter müssen. So, liebe Freunde, ich würde sagen, das reicht erstmal wieder. Wir haben ja doch ein gutes Stück geschafft. Wir haben hier diesen komischen Campingwagen gefunden. Ich mache an dieser Stelle einfach mal Schluss und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Deadlight. Ich bin euer Kotlet. Bis dahin.